Mastercard gesperrt wurde. Wir hatten halt heute kein Geld mehr. Alles Geld weg. Bis auf 5 Euro 4 nach. Jetzt wollen wir raus, mal ins Zentrum gehen, zu unserem Hostel. Wir haben hier ein super Hostel, in einer Villa ist das. Mensch, das ist alles so anders. Das ist so geil. Schon sie frommer. Also sind jetzt einer der ersten wirklichen Probleme mal auf dieser Reise aufgetreten. Problem ist, dass erstmal unsere Karte, unsere Masterkarte, gesperrt wurde. Ich habe hier einen Mandarinenbaum gefunden. Da habe ich mal eine abgepflückt. Zu Julians Schaden. Unsere Karte. Da kann es sein, dass wir zu viele Überweisungen oder Bezahlungen kontaktlos im Ausland getätigt haben. Dass die jetzt denken, die wäre vielleicht geklaut, haben uns sie gesperrt. Es hat der Papa sich schon gekümmert, hat den schon den Support kontaktiert, das läuft alles. Und hat auch noch dem Reinhard und unserem Opa gesagt, ob die wohnen ja in der Stadt mit Western Union, uns eine, sagen wir mal, erhebliche Menge Geld zuschicken. Danke dafür an der Stelle, das hat uns hier den Arsch gerettet. Ich denke, es wird eventuell noch heute da sein, kann aber auch erst morgen da sein. Kann auch passieren. Du hast doch eben gesagt, 4 Stunden dauert das maximal. Du hast so gesagt, hast du gegoogelt danach? Nein! Ja, du hast doch einfach. Ich gehe noch ein paar Mandarinen klauen. Du wolltest gerade in eine Plantage einbrechen. Nee, hier wollte ich gar nicht. Ich habe nur gesehen, Mandarinenbäume hier. Das hat direkt geklappt. Hm. Okay. Das hat direkt geklappt. An der Stelle muss man echt nochmal Danke, Reinhard. Danke, Opa. Danke, Mama und Papa. Das ist schon heftig. Was ihr da für uns gemacht habt. Happy, happy! Komm zu Papi! Oh ne, ernsthaft jetzt? Das ist hier schon wieder brandgefährlich. Staubling! Beachfahrer! Hier are many tourists. No. Hier das Hotel mit Cash bezahlen und wir hatten halt heute kein Geld mehr. Alles Geld weg. Bis auf 5,84 Euro. Wieso surfen jetzt? Ich meine. Ist doch cool, hört sich doch gut an. Ausprobieren. Paddle first. Yes, one, five, two, three. Ja. Wasser auf mal geschluckt. Jetzt fühle ich mich gerade ziemlich wild.
jetzt altstadtmäßig Gärnte heißt, ist das hier gut, aber dafür ist halt hier weniger Strand. Da musst du nach Faro de Praia. Instant Nahrung Ausschau halten. Das Schönste in Portugal ist meiner Meinung nach, dass du hier ohne Maske rumrennen darfst. Ja. Ach. Und hier nebenan in der Kirche, da spielen sie regelmäßig Billard. Nee, Quatsch, Julia. Jawohl, du hast doch heute gesagt. Ich habe gesagt, das hat sich so angehört. Ja, das war doch hoch. Das hat sich doch genug. Also, naja. Der Pastor spielt da Billard. So, Sarah, heute letzter Tag hier in Faro. Ja, dann geht's weiter nach Sevilla und von Sevilla nach Valencia. Die haben jetzt hier gerade von so einem Straßenverkäufer Socken gekauft. Ich habe meine Socken verloren. Scheiße. Sport, Poolcar, Socken. Also ich stehe jetzt die ganz teure Sorte. Was ist dir noch nie passiert, Clara? Dass im McDonald's vergessen wurde. Eine Pommes. Ja. Im kleinsten McDonald's der Welt. Cut the wood. Das ist die schönste Gitarre. So vom Spielen kann man schon sagen, dass er steht. Okay. Voila! Toilettenpapi! Yes, 9 horses. Ah, you have it? Yes. Oh, that's amazing. I walked from the north to the south, okay. 1,000 kilometers by. And now it's finished. Now I will spend the Christmas with my family. Hast du ja Alkohol getrunken? Ja, sogar jeden Tag. Mengen, Unmengen. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg nach Spanien. Genau, wir probieren zumindest mal. Ist ja nicht ganz so einfach. Jetzt gehen wir gleich zum Supermarkt. Ich glaube, der heißt Rodovario. Da gehen wir rüber und dann fährt unser Bus nach Sevilla. Wir warten auf den Bus. Wir zwei sitzen jetzt hier im Bus und fahren nach Sevilla. Mal sehen, wie es wird, alles auf uns zukommt. Erste Kontrolle, Fieber messen und so haben wir schon hinter uns. Rate 34 Grad. 34,3 hatte ich. So, wir sind jetzt in Spanien angekommen, in Sevilla. Trotz viel Bahai und Warnungen gab es überhaupt gar keine Kontrolle. Bis jetzt super, bis jetzt sind die Dinge, die im Internet und so in den Medien am schlimmsten beschrieben werden, wo alles Hilfe ist überhaupt nichts. Weißt du, was ich jetzt krass finde hier? Was denn? Dass wir jetzt hier die Maske sozusagen anlassen müssen. Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal in Spanien. Ja, genau. Anders als Portugal. Hier gibt's was zu helfen. Ich würde gern mein Zeug abschmeißen. Der größte Druckpunkt von mir ist jetzt erstmal. Hier. Pferde! Hallo! Bist du Papayo? Nee!
¿Qué es el nombre? Martolo. Martolo. Du bist ein bisschen zügiger unterwegs. Follow me. Okay. Essen. Hola. Es ist complicado para mí, pero en español. Es español. Español. Ah, tu puedo comer aquí. Es muy bien. Es mi amigo por comer. Hola. Gracias. Y pagar nada es muy bueno. Muchas gracias. Okay. Hasta luego. Gracias. A ti. Por acá ya traigo los cubiertos. Gracias. Ich würde Die Burger-Roulette schmeckt mehr nach Beef. Der Geschmack von dem Rind ist mehr da, weil das hier eine andere Kultur ist. Okay. Hier ist ja kein Mayo, kein Ketchup. Wir sind jetzt hier nachts in Spanien unterwegs. In Sevilla. Das ist ziemlich hochlala. Wir müssen aufpassen, weil wir können überhaupt nicht einschätzen, wie stark hier die Kontrollen sind. Tourismus angeht, der hier streng verboten ist. Also auch für die Deutschen Weiterreise gibt oft Probleme und so weiter. Auch jetzt im Grund ist, warum der Julian und ich uns eben gestritten haben. Dieser massive Druck, der da drauf einlastet, bezüglich der Konsequenzen und so weiter. Ja. Haben wir uns so ausgesucht, wie es jetzt weitergeht.